Meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge auf der Staffelbach im LS19 am Freitagmorgen. Einen wunderschönen. Ja, wir sind hier immer noch dabei, oder was heißt dabei? Wir haben ja gestern zum Ende her erst angefangen, die Ballen hier zu wickeln, und da bin ich jetzt eben noch bei. Tut mir leid, wenn die Folge etwas verspätet kommt, aber ich hatte jetzt den ganzen Tag Bauphase, das heißt, weil wir hinten bei der Terrasse die noch erweitern. Das heißt, den ganzen Tag auf dem Traktor gesessen, Kiesmanone geführt, dahin geschaufelt, dahin. Könnt ihr auch, wenn ihr mir auf Instagram folgt, habt ihr es wahrscheinlich mitgekriegt oder gesehen. Und ja, da war ich bis halt eben jetzt dran, ne? Und jetzt habe ich halt eben erst die Zeit gefunden, das aufzunehmen. Das heißt, die Folge könnt ihr jetzt so, ja, ich würde jetzt mal schätzen, ein, zwei Stunden Verspätung vielleicht sein. Ich weiß es nicht ganz genau. Auf jeden Fall tut es mir leid, wenn es ein bisschen verspätet kommt. So, wir machen jetzt aber auch hier mal mit dem Ballen wickeln, was ich schon nebenbei hier angefangen habe, weiter. Also viele haben wir, sind es ja diesmal nicht, weil unser Luzernefeld noch nicht reif ist. Kann man dazu Feld sagen, oder zählt das so eine Wiese? Aber ich glaube, es ist ein Feld. Luzerne zählt ja eigentlich, kann man ja auch Silage draus machen, wie wir halt Silageballen und so weiter. Aber ich gucke jetzt mal, ist es jetzt denn jetzt reif? Das würde mich jetzt wirklich sehr interessieren. Ne, ist immer noch im Wachstum, okay. Ich glaube, vor dem Vorspulen brauche ich da gar nicht mehr nachgucken, ob das reif wird. Ich würde es jetzt auch eh nicht mehr mähen, weil jetzt habe ich auch keine Lust mehr. Es ist schon komplett nach, komplett spät. Und ich habe jetzt schon alles wieder aufgeräumt. Gepresst habe ich auch schon, bin jetzt hier am Ballen wickeln. Wenn, dann kommt es morgen dran, wenn die anderen Wiesen auch wieder alle gewickelt und so weiter werden. Das hat jetzt gerade ein bisschen komisch angehört. Gewickelt, gepresst und so weiter. So, hört sich besser an. Und natürlich jetzt immer gucken, dass ich keinen Ballen vergesse. Ich werde jetzt den, der wohl jetzt hier neben mir liegt, gleich mitnehmen. Ansonsten fahre ich wieder da hoch und dann vergesse ich, dass da hier hinten noch einer lag. Dann warten wir ganz kurz, bis der gewickelt hat. So. Zack. Gucken wir nochmal, liegt hier noch irgendwo einer, der sich irgendwo hin verirrt hat. Nee, das sieht gut aus, das passt. So. Also Leute, heute war schon wieder ultra heiß. Und der Seiten, wo ich bin, ist eine Westseite, zum Glück keine volle Südseite, ansonsten hätte ich das komplett vergessen können. Aber ab 2, 3, Alter, da hat so die Sonne hingeknallt. Und ist halt auch noch direkt neben der Hauswand. Und wenn du da mit der Pickaxe oder Pickaxe, wie sagt man denn dazu? Mit dem Pickel? Nee. Doch. Also jetzt in der Axtform gemeint. Also ähnlich wie in Minecraft, die Pickaxe halt eben. Ich glaube, da könnt ihr euch ganz gut vorstellen. Gibt es ja auch in der Real Life. Und einen Beton da weghauen und prallen Sonne. Ja. Angenehm. Ja, und andere würde sagen, ihr nehmt doch einfach einen Brechhammer. Hatten wir auch, haben wir auch das vordere Teil weg, den vorderen, größeren, groben Teil weggemacht. Aber das, was natürlich an die Hauswand dann rangeht, kann man natürlich dann mit so einem Brechhammer nicht mehr wegmachen, weil man muss genau anpassen. Und ja, da muss man dann halt eben mit der Pickaxe dran. So, oh, warte mal, ich habe das falsche Gerät ausgewählt, ne? So. Passt. Dann die wieder zusammenklappen. Auto kommt eins, ist jetzt aber wurscht. Ich fahre jetzt hier trotzdem raus. Um hier vorne, glaube ich, reinzufahren. So, dann können wir wieder aufklappen. Da oben haben wir jetzt, soweit ich gesehen habe, alle Ballen gemacht. Es liegen hier noch unten noch ein paar, der eine oder andere. Ich glaube dann. Oh, komm schon, geh doch rein. Oh. Das war eigentlich so nicht gewollt. So, dann fahren wir mal zurück. Schalten wir wieder aus und klappen. Was habe ich jetzt gemacht? Ich habe irgendwas eingeklappt, aber ich weiß nicht genau was. Egal. Oh. Hallo? So.
aus. Zusammenklappen. Jetzt klappt er zusammen. So. Nimmt er jetzt den Ball immer noch ansonsten? Nee, okay, gut. Nimmt er. Ja, der Ballwickler nimmt aber auch nicht, ne? Oh nee, du. Das heißt, wir müssen ein bisschen anders da hinschieben. Also quer ist er, ja, ist klar eigentlich, dass er nicht nimmt. Aber jetzt müsste er eigentlich doch nehmen, oder? Komm schon. Alter. Wir lassen den Ballen aus. Ich habe keinen Bock, mich mit dem nochmal 5 Jahre hier rumzuschlagen. Der wird dann zum Schluss gewickelt. Wir müssen den letzten Ballenwickler, was wir hatten, der war besser. Oh, ich bin einfach besser gefahren, weil es Tag war. Das kann auch sein. So. Ich versuche jetzt immer mal die Ballen alle so mehr oder weniger gerade aufzusammeln. So wie sie eigentlich auch richtig aufgesammelt gehörten. So, der von Anfang, ich wollte, liegt doch jetzt für dann gleich perfekt da. Wenn er dann auch nicht nimmt, dann bin ich auch am Ende mit meinem Latein. Jetzt angenommen, das ist doch. Das hat doch mal schon Fortschritt. Oh. Zum Glück haben wir schon gekauft und nicht nur gemietet. Wir waren jetzt immer ein bisschen gegen den Busch da oben gefahren. Das ist natürlich ein bisschen suboptimal. So, laden wir runter das Teil. Und aufgesammelt. Das doch, passt doch. Dann drehen wir hier vorne einmal, weil dann kann man den anderen perfekt aufsammeln. Ja, ich habe ja, das passt so. Der liegt gut, den müsst ihr annehmen. Perfekt, hat er auch. Auch, oh, nein, der gute gewickelte Ball. Das geht auch nicht. So. Das passt, dann fahren wir gleich mal rüber. Oder wobei, ich lade den Ball hier nochmal schnell ab. Hier vorne liegt keiner, okay. Und hier liegt erst der erste. Gut. Oh. Aber liegt bis hier vorne kein anderer? Ich muss doch mal da kommen, hier vorne. Ach, da liegt der erste. Okay. Ah ja, stimmt, ich habe ja die drüben vorher alle rausgelassen. Ja, dann. Dann ist es klar. Wir gucken mal, wenn der heutige Folge hier komplett fertig wird mit Ballen wickeln, aber wir haben jetzt 9 Minuten. Ich glaube, das sieht gut aus. Weil hier liegen jetzt nicht mal allzu viele und da drüben noch ein paar. Ich glaube, das könnte was werden. Ansonsten müssen wir halt morgen dann noch, wenn es jetzt noch der ein oder andere Ballen zu wickeln ist, den nochmal wickeln, aber dann können wir morgen auf jeden Fall zum Aufladen beginnen. Aber ich bin guter Dinge, dass es heute schon beginnt. So. Bisschen Vorfahren vielleicht. Ah, der ist zu schwer gegangen. Der ist irgendwie nicht in den Trigger reingegangen, aber ich glaube, ich habe ihn jetzt mit dem Hinterreifen richtig hingeschubst. Jo, habe ich auch. Oh, da war ein Baum. Das war minimal knapp. Oh, da liegt doch noch einer, oder nicht? Sorry, wenn ich jetzt gerade die wirklichen Ballen hier ein bisschen rum und umschiebe, aber die kommen eh gleich. Nee, das machen wir nicht. Weil da reißen sie nur auf. Ich glaube, Leute, ihr seht halt, dass ich schon leicht müde bin, weil ich fahre
Was war ich denn für eine Scheiße zusammen gerade? Jetzt mal Real Talk. So, sorry Nachbar, ich muss ganz kurz bei dir wenden. Zum Glück nach, das sieht dann keiner so schnell. So, jetzt muss ich mich aber hier noch mal ein bisschen anstrengen. Die paar Minuten, die schaffe ich doch hier noch für die Folge. So, hier haben wir, und dann nehmen wir da vorne den nächsten. Den lassen wir runter, dann nehmen wir den nächsten. So, okay, zum Glück, ich habe noch gut genug gehalten. Ich muss den hinten ein bisschen, der ist sogar oben drüber gegangen. Aber ich muss ein bisschen zurücksetzen, sonst komme ich hier nicht rum mit dem Bäumchen. Hier liegt der nächste. So, da vorne ist der nächste Ball, da gucke ich gleich mal nach. Wie es denn. Stück vorher noch so. Wie es in unseren Schweinchen geht. Ja, 32 Produktivität ist nicht ganz so gut. Gülle 521 Liter, ja, das geht. Aber sie haben immerhin Wasser und ein bisschen was zu fressen, das ist doch die Hauptsache. Ich muss dann mal gucken, was sie denn alles noch brauchen, damit die. Okay, Stroh kann ich am nächsten Tag liefern. Also Stroh brauchen sie auf jeden Fall, sonst müssen sie am kalten Boden schlafen. Das ist nicht ganz so fantastisch. Ja, ich glaube, kommen nicht drum rum, mal Kartoffeln, Zuckerrüben oder Karotten anzubauen. Bin ich mir sicher. Weil das fressen sie doch da gerne, aber wenn, dann würde ich tatsächlich sagen, Zuckerrüben. Kartoffeln, bin ich nicht so ganz der Freund von. Auf jeden Fall nicht mit dem 2-3-3er da. Okay, wir lassen uns ganz kurz mal gucken. Wenn, dann würde ich für Kartoffel den hier nehmen. Der kostet 500.000, habe Mille. Haben wir sowieso nicht. Miete 25.000. Okay, ich dachte, der war teurer. Oder was heißt teuer? Das sind 25.000, ne? Jetzt gucken wir einfach mal ganz kurz an. Warte, wir fahren nochmal schnell zum nächsten Ballen, damit er ein bisschen was zu entwickeln hat, wenn wir hier nachgucken. So. Rübentechnik. Wenn wir einen Vollernte nehmen, sind wir. Ja, so. Sind wir bei 19.000. Aber ohne Gebiss, ohne Schneidwerk. Ja. Wenn man natürlich so einen hier nehmen, da haben wir eine Arbeitsbreite von 3 Metern, die eigentlich voll ausreichen würde. Für 4.000. Ah, da gibt es gar nichts von Europa. Okay. Haben die nur was für Kartoffeln? Okay. Ja. Eigentlich, dann wäre ich tatsächlich für die Zuckerrüben, wenn wir anbauen wäre. Ja, könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, für was ihr wärt, ob ihr auch eher für Zuckerrüben wärt. Aber ich werde wahrscheinlich auf meiner Tendenz Zuckerrüben bleiben. Warte mal nachgucken, Zuckerrüben gehen auf jeden Fall rein. Karotten, bin ich jetzt gar nicht sehen, muss mal nachgucken, was man die denn ernten kann. Wäre natürlich auch eine Option, hatte ich bis jetzt noch überhaupt nicht. Ist ja hier nur auf der Stappenbach vorhanden, Karotten und so weiter, oder was heißt nur auf der Stappenbach. Aber auf den Karten, die ich momentan spiele, ist ja halt in der Stappenbach die einzige Map, wo Karotten verbaut sind.
Oder gehört das zu? Nee, Mais Plus gehört das nicht zu. Das ist schon eine eigene. Eigener Teil. So, jetzt gucken wir mal ganz kurz nochmal nach. Nee, der geht nur für Zuckerrüben oder gibt es einen extrigen? Nee. Kartoffeldeck nicht. Ah, hier geht's los. Ah, okay. Zwiebeln, Karotten. Okay. Das ist halt 1,8 Meter Arbeitsbreite, ne? Ich glaube, ich tendiere dann doch eher. Oh, aber man kann die Felgenfarbe ändern. Och, wunderschön. Ne, lass mal das. Ja, aber dann würde ich tatsächlich. Ich habe vergessen, meine Ohren zu waschen. Hab mich zwar so geduscht, aber die Ohren habe ich natürlich mal wieder vergessen. Mal kennt's. Da hat es halt eben wieder ein bisschen geguckt. Ja, aber dann würde ich tatsächlich bei Zuckerrüben bleiben. Weil Kartoffeln und Karotten haben die gleiche Arbeitsbreite, wenn sogar Karotten ein bisschen weniger Arbeitsbreite haben. Details werden wohl Zuckerrüben sein und bleiben. Außer es würde jetzt noch ein Weltwunder passieren, dass es das ändern würde. Aber ich werde wahrscheinlich für Zuckerrüben bleiben. Ich muss halt nur gucken, auf welchem Feld ich die anbauen werde. Aber wenn, dann würde ich sagen auf der 85. Weil 80 und 86 müsste ich sagen, sind mir da. Nee, warte mal. Da ist halt eben die Frage. Wir haben ja nicht allzu viele Schweinchen. Das heißt, wir können die 86 anbauen. Da könnten wir auf die 85 noch was anderes raufkloppen. Muss ich mal dann spontan, oder was jetzt spontan entscheiden, aber immer später nochmal entscheiden und nochmal auf die Kommentare, die wir jetzt dann wahrscheinlich fleißig in die unten in die Kommentare, wo ihr in die Kommentare schreibt, ja. Ich glaube, anders kann man es nicht sagen. Ja, wenn ich danach gucke, wo ihr da fleißig reingeschrieben habt, hoffe ich mal dann. Und aus diesen Wünschen oder Vorschlägen kann ich ja dann entnehmen, welches Feld oder was ihr denn für schlau finden würdet. So, warte mal, jetzt muss ich mal wieder orientieren, wo bin ich denn? Hier bin ich, okay. Das heißt, da drüben haben wir schon. Haben wir schon alle gewickelt? Ich sehe es eigentlich, wo es glänzt, dass die gewickelt sind. Aber irgendwie glaube ich es nicht so richtig. Ich warte auch noch ein bisschen rum. Aber ich glaube, ich habe mich jetzt tatsächlich so verratscht, dass ich einfach nicht mitgekriegt habe, dass wir schon alle gewickelt haben. Gut, macht mir auch nichts aus. Dann hattet ihr ein bisschen Stoff zum Zuhören und währenddessen haben wir gleich schon alle Ballen gewickelt. Sonst muss ich aufpassen, nicht dass hier plötzlich ein Ballen vor mir plötzlich auftaucht und ich den hier ins Wasser reinschubse. Da liegt der erste Kandidat. Komm her, Kollege. Zack. Aber ich glaube, es ist nicht ganz so vorteilhaft, schwarze Silageballen in der Nacht zu machen. Habe ich irgendwie das Gefühl. Weil sie glänzen eigentlich, weil sie vom Mond angeschienen werden, aber ich glaube trotzdem nicht ganz so vorteilhaft, auch wie wenn ich in Real Life. Wobei da ist glaube ich nicht so krass dunkel wie hier in LS. Wobei ja teilweise, aber im Sommer, wo man normalerweise seine Wiesen mäht, ist es normalerweise nicht so dunkel. Auf jeden Fall noch nicht um 21.15 Uhr. Kollege ging, oh, ist reingegangen, perfekt. Aber wir sind jetzt gerade bei 19 Minuten, knapp 20. Ich glaube, das kann auch was werden, wenn wir den der Premium und Ballenräume hierher holen. Ich glaube, da kann wirklich noch was werden. Bin nur gerade immer überlegen, ob ich den 6M hier gleich am Fell einer Wiese, eine Wiese hier stehen lasse. Aber dann muss ich den Ballen wirklich auch stehen lassen. Nee, weißt du was, ich fahre zum Hof und dann räume ich den Ballen wirklich auch gleich auf, dass der für morgen wieder bereit ist dann. Also für die nächsten Tage ingehen. Und ich glaube, das ist eine gute Lösung.
Ansonsten vergesse ich den da wieder auf der Wiese hier später dann. Und dann wächst er wieder ein mit Gras und dann muss ich den irgendwie wieder zurücksetzen oder rausziehen und dann geht was kaputt und ach. Da stellen wir ihn wieder, fahren wir lieber die paar Meter zum Hof und dann haben wir da in dem Fall unsere Ruhe. So, geht er rein? Nein, er geht natürlich nicht rein, weil er komplett quer liegt. Ah, vielleicht kann ich ja mit dem. Oh, ja, warte. Ich oh. Ich hätte gedacht, ich hätte es geschafft gehabt, dass ich ein bisschen angeschubst habe. Ja, so ist fein. Nimmt man? Ja, okay, nimmt noch Hochkant. Gut, ansonsten wäre es ein bisschen problematisch jetzt gewesen. Ah, die liegen auch alle irgendwie so komisch da. Er liegt nicht in Fahrtrichtung, weil ich habe normalerweise nicht so gepresst. So sind eigentlich längst mal in die Richtung. Aber okay, gut, wenn ich ja mit 20 Land donnere und die da hinten rausploppen, hat man ja schon manchmal gesehen, dass sie dann ein bisschen rum durch die Gegend fliegen. So, ich glaube, es ist der letzte Fall. Ich glaube es. Ich war nochmal meine Tour. Nochmal gucken, nochmal sicher gehen. Hier hinten in der Ecke hatte ich schon mal einer reingeschmuggelt, aber das sieht jetzt sauber aus. Hier vorne sieht es auch relativ in Ordnung aus. Ich glaube, wir haben alle. Ja, das sieht gut aus. Okay, klapp's einfach zusammen, ansonsten wenn irgendwo noch eine Hecke liegt, ziehen wir es spätestens morgen früh dann, wenn es wieder hell ist. So, Innenansicht, Vorsicht, nicht zu schnell, oh Gott. Bisschen zu spät vom Gas gegangen, hat trotzdem ein bisschen geholpert, aber wir haben eine gute Federung. So, ich sehe, nicht allzu viel, aber ich fahre eigentlich, kommt nichts perfekt. Ich sehe ja hier den Blinker da oben. Oh, warte mal. So. Hatte noch die Arbeitsbeleuchtung an. Nicht ganz so optimal. So. Oh, das war knapp, aber wir sind reingekommen. Ah, oh, ist es nicht schön, wenn es am Hof alles schön beleuchtet ist. Ich finde es schön. Oh. Hm? Jetzt hat. Kurz drüber leuchten mit dem Kernhorn, dann passt das wieder. Ich habe tatsächlich heute so, so einen ähnlichen Kern, ich glaube, der ist sogar in der Größe gewesen, in echt gesehen, wo ich einen Kies geholt habe. Ich muss sagen, der ist gar nicht so klein. Also in der LS sieht er so klein, also ich weiß nicht, ob das die gleiche Größe war. Aber den, wo ich gesehen habe, das war schon ein Monster, ne? Also wenn man jetzt da so in echt gegenübersteht. Ja. Ich glaube, den kann man nicht so einfach wie hier in der letzten, ups, so nehmen und dann so hochheben. Ich glaube, der hat dann schon ein paar mehr Kilos auf der Waage. So, diesmal werde ich aber den Trick von, wo ich eigentlich, oh Gott, schon wieder. Den Trick vom letzten Mal anwenden. Würde ich eigentlich schon mal schlafen? Ja, okay, hier ist überall Licht und ich bin auch noch am Rumwerken. Ich glaube, da kann er nicht schlafen. So, das war vorwärts rinfahren und dann rückwärts reinschieben. Oh, stopp. Ich glaube, das ist immer eine ganz gute Variante. So, ja. Das passt, das können wir so stehen lassen. Es ist, ne, die klappen wir später aus. Das heißt, die fahren wir mal hier an den Rand kurz und dann holen wir mal den großen Premium aus der Halle. Oh, das war das falsche Gerät. Ich wollte eigentlich den Kalkstreuer abkuppeln. So. Motor an, Handbremse raus. So. Oh, ich dachte gerade, ich fahre an, aber nicht ging. So. Ich glaube, ich krieg den so raus. Ich sehe nichts.
So. Oh, das war in den Ansicht sehen ein bisschen mehr. So. Passt. Ist dran. Will nur hier noch herauskommen wieder. Ja. Muss hier überfahren. Ja, muss vorne auch wieder gucken, dass ich den Kerl nicht überfahre. Aber sieht gut aus. So. Drehen wir hier. Und dann düsen wir gleich mal runter zur Wiese. Und darüber ist eigentlich gegenüber. So, dann bin mal gespannt, ob wir einen Anhänger wieder voll kriegen. Oder den Ballenwagen. Die Heckbeleuchtung machen wir wieder aus. Wenn wir auf unserem Feld sind, können wir Arbeitsbeleuchtung wieder anschalten. Und das ist jetzt 1, 2, 3, zack. Und das eben auch wieder schön wird, was vor uns so passiert. Ich fahre gleich hoch, weil dann kann ich in der Ebene halten. Ist ein bisschen angenehmer, als wir hier in der Schräge zu verladen. Ich jetzt halten. Das heißt, Motor aus, Handbremse drin, passt. Kleiner 6M, wo ist er? Da ist er. Oh, er läuft sogar noch. Das ist. Da war noch Rückwärtsgang drin. Oh Gott. So. Auto fahren, gerade momentan gar keine mehr. Aber beide vorne ist eins. Also ich glaube, so viel hier rein war, muss ich mir mal hier einen Weg drüber machen. Ansonsten muss ich hier immer über. Ah, oh, ich probiere die Kamera an. So. Über den Fußgängerweg da fahren ist auch nicht ganz so angenehm. So. Kommt der Joystick auch mal wieder in den Einsatz, weil natürlich dachte ich schon, wieso es so dunkel ist. Also ich könnte auch die Arbeitsbeleuchtung anmachen. Wäre glaube ich auch nicht so schlecht. Wo liegt? Da liegt der Werkstelle. Ja, zack, aufgesammelt. Nur ganz kurz mit der Maus die Kamera ein bisschen drehen bzw. ein bisschen rausscrollen. Das kann ich eigentlich im Prinzip mit dem Joystick machen, bis auf rauf und runter. Dann machen wir noch ein bisschen zurück wieder. Ja, so. Würde ich sagen, sieht das ganz gut aus. So, Knopf. Kann ich es noch? Jo, ich kann es noch. Jetzt langsam rausfahren, nicht hektisch. Ich lasse momentan erstmal noch mal stehen und hole erstmal die nächste Ladung. Drei Ballen müssten sehr locker noch werden. So, ja, oh. Ich glaube, es hat gerade gespeichert, oder? Ja, es hat gerade irgendwas gespeichert, okay, gut. Und dann laden wir den Ballstapel hier noch drauf. Da können wir nämlich auch einen Spangler drum machen. So, aber wir sind für die heutige Folge auch schon wieder fertig, liebe Leute. Wie immer, wenn es euch gefallen hat, gerne den Daumen nach oben da lassen. Wäre natürlich sehr nett. Und ansonsten sehen wir uns dann spätestens morgen am Samstag zu einer weiteren Folge hier auf der Stappenbach und auch zu einer Folge auf der Gemeinde Rade. Zusammen mit dem Philipp im Multiplayer. Oh Gott. Okay, jetzt machen wir mal ganz schnell den Spangler drum. Zack. So, zum Glück noch nicht umgefallen. Ich werde es hoffentlich bis morgen ein bisschen hinkriegen, dass das schön aussieht. Und ja, dann wünsche ich allen noch einen wunderschönen restlichen Freitag und ein wunderschönes folgendes Wochenende. Und bis morgen. Haut rein und ciao, ciao. No stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I'll be moving fast. Call me a shoe.
Monster.